Hör auf, dich selbst zu lieben, und zwar sofort. Und ich sag dir auch gleich warum. Hallo, ich bin Oliver Ereny. Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Hör auf, dich selbst zu lieben. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig provokant, aber lass es mich mal erklären. Und schön, dass du noch dran bist. Was bedeutet denn das, hör auf, dich selbst zu lieben? Meiner Meinung nach ist Eigenliebe und jegliche menschliche Liebe immer sehr, sehr limitiert und steht eigentlich als Gefühl, als Emotion da. Ja, mal bist du mehr mit dem Reinen, mal weniger mit dem Reinen. Das heißt, das schwankt immer. Und eigentlich suchen ja viele Menschen nach so einer Liebeskonstante im Leben. Das heißt, wo man immer das Gefühl hat, da bin ich gut aufgehoben, da bin ich gut getragen, da bin ich gut geliebt. Und da bietet ja natürlich die Spiritualität, die Esoterik einige Möglichkeiten an. Ja, Kontakt mit einem Schutzengel, mit einem Geistführer oder geh und umarme einen Baum, weil der kann nicht weglaufen. Lassen wir das mal beiseite. Was ich sagen möchte, ist, dass du dich nicht so auf das konzentrieren sollst, dass du dich selber liebst, weil du selber kein sehr stabiler Liebespartner bist. Du kannst dich auf dich verlassen, das ist wunderbar und das solltest du auch. Also du solltest das Gefühl haben, dass du einen Eigenwert hast und dass du eine zuverlässige Person bist. Aber gerade was Gefühle angehen, die sollen ja immer laufen, ja, die sollen fließen, die sollen ja nur einen Anstoß geben. Also wie soll konstant eine Eigenliebe aufrechterhalten werden? Das ist meiner Meinung nach ein Marketing-Gag und auch ein Blödsinn. Aber natürlich ist diese Liebe wichtig und ich möchte gleich mal sagen, auf was du dich da konzentrieren solltest. Also Eigenliebe, ich liebe mich so, wie ich bin, wäre da so ein Satz dazu, ich liebe mich so, wie ich bin, ist mal eine gesunde Einstellung, das passt ja auch. Okay, da wird vielleicht mal eine Zufriedenheit hergestellt. Aber wie kriege ich da eine Konstante rein? Und diese Konstante ist für mich diese bedingungslose Liebe oder göttliche Liebe. Das ist eine Liebe, die du selber nicht erzeugen kannst, die du allerdings empfängst. Ja, was heißt das jetzt, du empfängst sie? Und vor allem, wie kannst du sie spüren? Also mit empfangen, du empfängst sie jetzt deshalb, nicht weil ich mit dir spreche und dich segne, während ich spreche, sondern du empfängst sie, weil dein Herz gerade schlägt, weil dir irgendjemand die Luft zum Atmen zur Verfügung stellt. Und das ist für mich diese bedingungslose Liebe. Das heißt, was lässt dein Herz schlagen, wäre eine gute Frage. Und wo kommt die Luft her, die du gerade atmest? Warum bist du jetzt gerade hier? Warum wird diese Energie hier gehalten? Und da kommst du schon dieser bedingungslosen Liebe auf die Spur. Du bist also umgeben davon, du kannst diese Liebe empfangen, aber du kannst diese Liebe selber nicht generieren, weil sie eben keine menschliche Liebe ist. Denn das wäre, sehr salopp ausgedrückt, die Kraft über Leben und Tod zu haben. Und die haben wir nicht, zum Beispiel. Also wir können weder Leben erzeugen, noch irgendwie, natürlich gut, wir können Leben nehmen, klar, aber wir können es nicht wieder erzeugen, wir können keinen Kreislauf starten. Und deshalb ist diese bedingungslose Liebe eigentlich ein Geschenk an dich. Und wie mit jedem Geschenk solltest du offen für dieses Geschenk sein und dankbar diesem Geschenk gegenüberstehen und dann kannst du es auch besser empfangen. Das heißt, bedingungslose Liebe ist ein Geschenk, das du empfangen kannst. Und du empfängst es jetzt im Moment. Nur, wie machst du dir das bewusst? Gerade wenn du eine Krise hast, wenn du in einem Loch bist und dir denkst, naja, alles ist scheiße, wie kannst du dann dich auf diese Liebe konzentrieren? Und da wäre es wirklich am besten, nur mal zu atmen. Einfach mal atmen. Einatmen, ausatmen. Wo kommt diese Luft her? Oder hör mal auf dein Herz. Spür mal deinen Herzschlag. Auch wenn es weh tut, auch wenn du traurig bist, auch wenn du verletzt bist. Aber was lässt dein Herz schlagen? Geh durch diese Enttäuschung, durch diesen Schmerz durch und du wirst merken, es wird ruhiger und es wird liebevoller. Und dann kommst du mehr so auf dieses Gefühl, diese bedingungslose Liebe zu spüren. Und das kann ich dir empfehlen, denn das ist meiner Meinung nach das nachhaltigere Rezept. Also aufhören mit diesem ganzen
Eigenliebe schmarren, das ist ein guter Einstieg, wenn du dich noch nie beschäftigt hast mit irgendetwas. Aber die wirkliche Disziplin, die Königsdisziplin ist, sich auf diese bedingungslose Liebe einzuschwingen und das Bewusstsein zu entwickeln, die empfangen zu dürfen. Und das ist eine Gnade. Das ist nichts, was du erzeugen kannst. Das ist auch nichts, was du weitergeben kannst. Also nicht, dass du jetzt irgendeinem Guru reinfällst, der dann sagt, und ich schenke dir jetzt die bedingungslose Liebe, die fließt durch mich oder so. Das ist völliger Blödsinn. Ja, stimmt schon, die fließt durch ihn genauso wie durch dich. Aber dann sag, okay, gut, dass du mich daran erinnert hast, aber dem muss man dann nicht nachlaufen. Ja, das ist ja Gaga. Ja. Also es kocht ja jeder nur mit Wasser. Und aus diesem Grund sage ich, scheiß auf Eigenliebe, vergiss das alles, sondern konzentriere dich mal auf diese bedingungslose Liebe. Und dann wirst du merken, dass etwas aufgeht, dass sich was öffnet in dir und dass du eine ganz andere Stabilität in deinem Leben entwickeln kannst. Wie du das machst, es gibt genug Anleitungen hier am Kanal und es gibt übrigens auch schon eine tolle Community. Und da möchte ich jetzt auch noch ganz kurz einhaken. Danke, dass ihr mir zuhört oder dass du mir zuhörst. Danke für deinen Daumen hoch, für dein Abo am Kanal, dass du dieses Video teilst. Denn ich habe es tatsächlich geschafft, über 500 Abonnenten. Und das ist für mich ein riesen, riesen Schritt. Und danke, dass du dran bleibst und mich begleitest. Und wenn du ein Thema für ein Video hast, wenn dich irgendetwas interessiert, dann schreib es mir in die Kommentare. Lass einfach was von dir hören und ich werde natürlich schauen, dass ich das gerne bearbeite. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker. Das ist Energetik, die wirkt und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Danke dir, alles Gute, tschüss.